Das ist die schönste Frau der Welt. Und zwar ganz offiziell. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie man so etwas festlegen will, denn Schönheit liegt ja eigentlich im Auge des Betrachters. Und ja, auch wenn vielleicht jeder einen leicht unterschiedlichen Sinn von Schönheit hat, so gibt es trotzdem immer wieder Misswahlen, Schönheitswettbewerbe und sogar offizielle Listen, bei denen eine riesige Jury aus der ganzen Welt unter Millionen von Gesichtern das wahrhaftig Schönste der Welt aussucht. Die wohl renommierteste dieser Listen trägt den Titel T.C. Chandler 100 Most Handsome Faces. Und ein Blick auf die Auswahl offenbart, dass Schönheit zwar subjektiv ist, vor allem wenn es um Promis geht, doch dass gleichzeitig auch eine Art universelle Schönheit existiert. Also, dass es Menschen gibt, deren Gesichtsproportionen fast jeder als schön empfindet. Auf wohl niemanden trifft das so sehr zu, wie auf Yael Shelbia. Obwohl sie erst 21 Jahre alt ist, gilt sie für viele bereits als die schönste Frau der Welt. Sie war nicht nur auf Platz 1 der T.C. Chandler Liste in diesem Jahr, sondern ist schon seit ihrer Jugend Stammgast in den Top-Rängen der Auswahl. Yael Shelbia ist quasi der FC Bayern der Schönheitsrankings und auch sonst dreht sich in ihrem Leben eigentlich alles um ihr Aussehen. Doch wie lebt es sich überhaupt als die schönste Frau der Welt? Wie muss es sein, wenn man augenscheinlich alles hat, von dem andere nur träumen? Und was tut man eigentlich so am Tag, wenn man sein Geld nur mit der eigenen Schönheit verdient? Das zeigen wir euch jetzt und beginnen direkt mit einem typischen Tag in Yaels Leben. Dieser Tag startet für gewöhnlich immer genau hier, in ihrem neuen Apartment, das über insgesamt 4 Zimmer verfügt und sich im obersten Stock eines der größten Hochhäuser der Stadt befindet. Die Penthouse-Wohnung ist zudem auch Yaels erste eigene Wohnung und wurde nicht nur von einem Inneneinrichter gestaltet, sondern verfügt auch über Luxus-Designer-Möbel im Wert von insgesamt 100.000 Euro. Sämtliche Einrichtungsgegenstände wurden ihr im Rahmen einer Werbekampagne einfach geschenkt. Denn Yael ist nicht nur sehr schön, sie weiß auch, wie sie ihr Aussehen zu Geld machen kann. Mit über 1 Million Followern auf Instagram reicht für viele Marken nämlich nur ein Werbepost mit ihrem Gesicht, um der 21-Jährigen bis zu 50.000 Euro zu zahlen. An einem typischen Morgen wacht Yael hier dann in ihrem großen Bett auf, in dem sie meistens übrigens alleine schläft, aber nicht immer. Denn manchmal teilt sie ihr Bett nämlich mit Ella, ihrem Hund, der für sie wie ihr eigenes Kind ist. Der Husky ist erst 1 Jahr alt und für Yael ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Ein anderer wichtiger Part in ihrem Leben ist ihr Freund Omer, der allerdings in einem anderen Land lebt als die schöne 21-Jährige und mit ihr daher eine Fernbeziehung führen muss. Omer ist wie Yael auch ein kleiner Star, denn der 30-Jährige nahm bereits an einer TV-Castingshow teil und ist inzwischen ein bekannter Sänger mit mehreren Hits, die sogar in den Charts waren. Nachdem Yael aufgestanden ist, macht sie zunächst eine kurze Yoga-Einheit auf ihrem Balkon und blickt dabei über die Stadt. Obwohl sie bereits ein international erfolgreiches Model ist, lebt sie aber nicht in Paris, London oder New York, sondern im Nahen Osten. Eine Region, die eigentlich gar nicht für Mode oder Influencer bekannt ist. Yael ist Israelin und da sie sehr heimatverbunden ist, will sie ihrem Land treu bleiben. Aus diesem Grund wohnt sie auch in Tel Aviv, einer der größten Städte Israels. Auch wenn Israel im Verhältnis zu Nachbarländern wie Saudi-Arabien oder Syrien zwar westlicher orientiert ist und Frauen sich dort nicht verhüllen müssen, so sind viele Menschen deutlich religiöser als in Europa. Auch Yaels Familie ist streng jüdisch-orthodox. Diese strenggläubige Lebensweise bringt für Yael zahlreiche Einschränkungen im Alltag mit sich, die die 21-Jährige auch heute noch strikt befolgt. Neben einer bestimmten Reihe an Gebeten gibt es auch noch viele andere Regeln, an die man sich als orthodoxer Jude halten muss. Etwa, dass man keine Kleidung tragen darf, in der Wolle und Leinen gemischt sind, oder dass Milch und Fleisch beim Verarbeiten streng getrennt werden müssen. Yael achtet daher bei ihrem morgendlichen Frühstück streng darauf, dass es immer koscher ist. Aus diesem Grund isst sie morgens meist ein paar frische Früchte, dazu ein Spiegelei sowie ein Brot. Nach dem Frühstück geht es für die schönste Frau der Welt anschließend
anschließend meistens direkt ins Büro, das sich auch nur ein paar Häuser weiter im Geschäftsviertel von Tel Aviv befindet. Wenn sie dort ankommt, setzt sie sich allerdings nicht an den Schreibtisch, sondern trifft sich dort mit Fotografen oder Designern und plant ihre Shootings. Yael ist nämlich schon seit ihrer Jugend ein erfolgreiches Model und da sie nun auch offiziell als schönste Frau der Welt betitelt wurde, reißen sich alle möglichen Marken darum, mit ihr zu arbeiten. Für viele dieser Marken muss sie sogar das Land verlassen und es ist nicht untypisch für sie, dass sie ihre Vormittage dann an Flughäfen verbringt. Doch wer denkt, Yael fliegt einfach Economy oder Business Class, der irrt sich. Die schönste Frau der Welt fliegt nämlich Privatjet und zwar nicht, weil sie selber so viel Geld verdient, sondern weil ihr Freund Omer als einer der erfolgreichsten Musiker Israels sich vor ein paar Jahren ein eigenes Privatjet gekauft hat. Diesem reist sie dann Richtung New York, Paris oder, wie es bei den meisten Shootings der Fall ist, nach Los Angeles. In L.A. lebt zudem auch ihr Freund Omer und in der kalifornischen Metropole hat Yael auch ihre größten Erfolge gehabt, wie etwa das Shooting für Kim Kardashians Beauty-Marke, für das sie die Kardashians übrigens persönlich angefragt haben. Aus diesem Grund hat Yael auch schon für Kylie Jenners Skincare-Produkte gemodelt und soll privat mit den beiden Megastars in Kontakt stehen. Doch wenn mal kein Shooting ansteht und Yael nicht um die Welt jettet, ist sie dennoch recht aktiv in ihrem Alltag zu Hause. So widmet sie sich in ihrer Zeit abseits der Modelaufträge vor allem ihrem Körper. Denn wie sie mal in einem Interview sagte, ist ihr Körper und insbesondere ihr Gesicht ihr ganzes Kapital. Nur durch ihre Schönheit kam sie nämlich überhaupt in die Modeindustrie und auch nur durch ihr Gesicht wurde sie so berühmt. Bei ruhigeren Tagen geht es daher in ihrer Heimat in Tel Aviv vormittags immer erstmal zum Trainieren ins Fitnessstudio. Dabei geht sie jedoch nicht einfach in irgendein Studio, sondern nutzt ein Fitnessstudio mit Geräten, die speziell für weibliche Models entwickelt wurden, um die Physik der Frauen zu fördern und gewisse Bereiche ganz gezielt zu straffen oder zu vergrößern. Für Yael geht es nun am Mittag als nächstes wieder nach Hause. Denn auch beim Essen ist sie sehr strikt mit dem, was sie zu sich nehmen darf und was nicht. Zum einen wegen ihrer Figur und ihrem Trainingsplan, zum anderen aber auch wegen ihrer Religion. Damit sie immer genau das Richtige essen kann, bereitet sie sich meistens schon am Wochenbeginn ihr Essen vor. Zu Hause macht sie dieses Essen dann einfach nur noch warm. Ein typisches Gericht bei Yael besteht zum Beispiel aus gegartem Brokkoli mit Blumenkohl und Möhren sowie ein paar Keksen. Eine Portion, von der man eigentlich kaum satt wird. Allerdings isst Yael dafür nicht nur mittags und abends, sondern insgesamt über 6 Mal am Tag verteilt. Das Thema Essen ist für Yael generell nicht ganz einfach, denn wenn sie im Ausland ist, gibt es oft gar nicht die Möglichkeit, sich koscher zu ernähren. Bei Shootings in anderen Ländern kam es schon öfter dazu, dass Yael sich tagelang nur von einfachen Crackern ernähren musste, um nicht gegen die strikten Regeln ihrer Religion zu verstoßen. Inzwischen lehnt sie aber auch regelmäßig Shootings ab, die sich nicht mit den religiösen Geboten vereinbaren lassen. Zum Beispiel, wenn die beworbene Kleidung nicht als rein gilt. Am Nachmittag steht für Yael häufig noch eine Arbeit an, die sie neben dem Modeln sehr leidenschaftlich verfolgt. Sie ist nämlich auch Schauspielerin und spielt in der Nickelodeon-Serie Palmach mit, die nur in Israel läuft und auch dort gedreht wird. Das Angebot in der Sendung mitzuspielen erhielt Yael ebenfalls nur, weil sie damals mit ihrer ersten Modelkampagne regelrecht viral ging und die Produzenten eine Schauspielerin benötigten, die ein Mädchen spielt, um das sich mehrere Jungs streiten. Ohne irgendwelche Schauspielerfahrung kam Yael dann direkt ans Set und begann in der Sendung mitzuwirken. Übrigens mit viel Erfolg. Denn Palmach ist heutzutage die beliebteste Jugendsendung in Israel. Ihre Abende verbringt die offiziell schönste Frau der Welt dann ganz anders, als man es bei einer strenggläubigen Israelin erwarten würde. Denn wie sie einmal verriet, ist sie von all den Regeln in ihrem Alltag oft auch mal etwas überfordert. Und da sie noch jung ist, will sie auch gerne einfach mal Spaß haben. So liebt sie es, richtig extravagante Partys zu feiern oder generell mit Freunden abends in den Club zu gehen. Ihre Religion
erlaubt es ihr nämlich, Alkohol zu trinken. Und genau das macht sie auch sehr gerne mal. Jedoch dürfen fromme Juden zwar trinken, aber nur in Maßen und auch nicht so, dass sie richtig betrunken werden. Jael liebt nicht nur Partys an sich, sie ist auch gerne Gastgeberin und macht ihren Geburtstag dabei immer zur ultimativen Feier. Mit Hunderten von Gästen und pompösen Dekor feiert sie sich selbst, teilweise größer als die meisten Hochzeiten. Dabei lässt sie auch gerne mal Kunstwerke und Gemälde von sich selber aufstellen, um sich so wortwörtlich selbst zu feiern. Ein über 2 Meter hohes Kunstporträt von Jael fand sie so schön, dass sie es sich inzwischen sogar in ihre eigene Wohnung hing. Doch auch wenn ihr Leben nun für uns vielleicht recht aufregend und sehr schön erscheint, so muss man sagen, dass Jael es durch ihre Schönheit nicht immer einfach hatte. Ganz im Gegenteil. Das Model erklärte, dass sie damals in der Schule sogar gemobbt wurde wegen ihrem Aussehen und als sie mit 16 erste Angebote für Shootings erhielt, die sie unbedingt durchführen wollte, drohte ihr ihre Schule, sie vom Unterricht auszuschließen. Jael ging nämlich auf ein streng religiöses Mädcheninternat, das ihren Lebensstil als sehr verächtlich betrachtete. Trotzdem schaffte Jael es, ohne ihre Religion aufzugeben, weltweit erfolgreich zu sein und erst kürzlich gelang ja auch etwas, was wohl kein noch so mächtiger Politiker bisher schaffte. Sie als strenggläubige Jüdin wurde das Gesicht einer Kampagne einer arabischen Zeitung, um für Frieden zwischen den befeindeten Völkern aufzurufen. Dieses historische Zeichen ging weltweit durch die Presse und beweist, dass Jael nicht nur die schönste Frau der Welt ist, sondern auch weiß, wie sie diese Schönheit am besten einsetzen kann. Doch wie wir am Anfang gesagt haben, ist Schönheit natürlich Ansichtssache. Deswegen würde uns mal interessieren, wer denn für euch der schönste Mensch der Welt ist. Wir sind mal gespannt.